Die Landesregierung hat beschlossen, neben Bozen und Brixen eine dritte Basis der Landesflugrettung im Finchgau einzurichten. Der Hubschrauber soll im Gebiet zwischen Laas und Schlanders seine Station haben. Berücksichtigt man auch den Sommer- und Winterdienst des Aiutalpin-Dolomites, so werden 4 Hubschrauber unter der Notrufnummer 112 in Südtirol im Einsatz sein. Das wird jetzt einmal für 3 Jahre getestet. Also getestet, das heißt, das funktioniert natürlich voll, ja, mit allem, was notwendig ist an Kompetenz und Qualität. Aber dann werden wir evaluieren und schauen, wie viele Einsätze hat es gegeben, wie hat sich das dargestellt, um dann noch einmal darüber zu befinden, ob das dann so bleibt oder ob wir noch nachbessern müssen. Die Landesregierung hat den Entwurf des Gewässerschutzplanes gutgeheißen. Nach der Veröffentlichung des Entwurfs werden die Gemeinden, die Bevölkerung und die unterschiedlichen Interessengruppen mit einbezogen. Diese haben nun 120 Tage Zeit, um Stellung zu beziehen. Anschließend befindet der Landesumweltbeirat darüber. Der Gewässerschutzplan ist ein wichtiges und hilfreiches Instrument, das unserem gemeinsam getragenen ressortübergreifenden Ziel eines nachhaltigen Südtirols dient. Er soll dabei helfen, sensible Bereiche auszumachen und gezielte Schutzmaßnahmen zu setzen. Im ablaufenden Jahr 2019 hat die Landesregierung 50 Sitzungen abgehalten, 1200 Beschlüsse gefasst und knapp 27.000 Dekrete erlassen. Die Landespresseagentur hat in 3600 Mitteilungen über die Tätigkeit der Landesverwaltung berichtet. 22.000 Personen folgen dem Land Südtirol auf Facebook, 10.000 auf Twitter.